Und weil ich so frei bin, bin ich also frei und bin frei. Wie ein Vöglein. Was jetzt? Achso, ja klar. Falsches Fenster, das hier. So. Ich wusste gerade gar nicht, was ich jetzt eigentlich soll, ohne dass er die Aufnahme abbricht. Aber eben. Ich sollte natürlich eine neue Konsole benutzen, also beziehungsweise die andere Konsole wieder in den Vordergrund rufen. Erstmal ein Stückchen Kaffee trinken, solange wir zum Laden braucht. Prost! Lord Game. Ja, powered by Lord Voldemort. So. Wo war jetzt hier was? Also wir hatten hier die... Das war der Haupteingang. Dementsprechend war das hier der Raum, der keinen Sinn hatte. Das hier der Raum mit diesen ganz vielen Monstern. Aha, der war das mit diesen komischen Dingern. Hier ging es zum Cyberdemon und das hier war gar kein Raum. Okay, also. Machen wir jetzt einen Plan. Zuerst waren wir da. Da ging es in diese komische Kammer runter. Ach komm, das ist doch egal. Als wenn Planungen schon irgendwann mal was gebracht hätten. Autsch. Sag mal. Draußen heult ein Hund rum, Alter. Ich dachte gerade schon, was ist das? Der Blöcke nun vor dem Fenster. Oh, Alter, fuck you. What? Oh, komm, jetzt reicht mir langsam. Nein, falsche Waffe. Das wollte ich gar nicht. Alter, was ist jetzt hier los? Halt. Nein, was denn jetzt? Alter, nein. Aus jetzt. Aus. Ah, fuck. Das war nicht die Waffe, die ich nehmen wollte. Das hier war die Waffe, die ich nehmen wollte. Hier muss ich doch mal dreimal draufklicken, um die Waffe zu bekommen. Wisst ihr, mit der reicht mit einem einzigen Schuss aus. Und die Viecher sind Ruhe. Sind ruhig. Das ist aber effizient. Boom. Headshot. Killing Screen. Running Wild. Spectacular. Ich bin Batman. Ups. Sag mal, wo kommst du denn her? Hast du immer so rumspringen müssen? That makes no sense, bitch. Okay. So, hier war irgendwo ein Mannequin drin. Oder zwei, keine Ahnung. Da nicht, da nicht, da nicht, da, da nicht, da nicht. Okay, danke. Gut, hätten wir. Okay. Hier mussten wir da hinten hin, oder? War da nicht noch irgendwie ein Schalter, den wir drücken mussten? Ich probiere jetzt mal da hinten hin zu rennen. Da müsste, glaube ich, der Teil gewesen sein, wo die rote Karte war. Ja, mach ihn, bevor die rote Karte... Quatsch, bevor mein Anzug despawnt. So, hier mussten wir uns jetzt, glaube ich, eilen, weil die Tür nämlich Zeit... Ach ja, so war das, genau. Wenn wir hier einen Umweg machen und zu lange brauchen... Alter... Was ist denn das hier? Komm her. Wenn wir zu lange brauchen und die Tür zugeht, dann kriegen wir sie nicht mehr auf und müssen dazu zu dem Schalter gehen. So war das. Interessant. So, jetzt haben wir die rote Karte. Alter, wir haben... Ach du Scheiße. Was Schrotflinte angeht, haben wir ja gar nichts mehr. Fuck. Ich glaube, da war ich in den vorherigen Levels ein bisschen zu ausgiebig. Das ist ja mal Bullshit. Gut, okay. Frage,
Alter, diese Disco immer. Danke, Disco vorbei. Kann ich da eine Granate hochwerfen? Probier es mal ganz kurz. Jawohl. Oh. Alter. Das darf dir keinem erzählen. Leute, guckt euch mal die Framerate an. Video, FPS. Ich meine, ihr habt wahrscheinlich im Video gesehen. Von daher bringt das jetzt nichts. Aber ich will einfach mal selber gucken. Alter, 1 Bild pro Sekunde. Ja. That was nice. Alter, siehst du hier, die Dinger bekommt man normalerweise bei diesen Fatmans. Es sind Aktualisierungen für Downloads verfügbar. Alter, das Ding kann sich vor Vollbildanwendungen schieben. Dieser Schwuchtel. Alter, ausgerechnet die Imps haben überlebt. Die schwächsten von allen. Arschloch. Alter, alle starken Monster sind verschwunden, ja? Aber die. Quatsch, nein, dachte. Aha, seht ihr? Hier, das funktioniert wunderbar. Und jetzt kann man diese Dinger mitnehmen. Bam. Und hat schöne Feuerwaffen. Aber scheinbar kann man das nur machen, wenn diese Viecher explodiert sind oder zersägt wurden. Wahrscheinlich macht man diese Waffen mit dem Verbrennen unbrauchbar. Und deswegen haben sie gesagt, gut, sobald die Monster verbrannt wurden, also mit dieser Plasmawaffe bearbeitet wurden, kann man diese Dinger nicht mehr abschlagen. Ist natürlich schade. Nein, das da. Achso, nein, das da. Ah, das ist gut. Perfekt. Speichern. So, Primärfeuer ist Feuerbälle verschießen. Und Sekundärfeuer ist Feuerwand. Also etwas, ja, ein bisschen stärker halt. Aber gut. Okay. So viel zur Waffenkunde. So, das war das hier. Jetzt brauchten wir das hier, um. Boah, Alter. Um eine Cyberdemon zu erledigen. Quick Save over your. Ja. Ich probier's mal ganz kurz. Komm so viel gar nicht. Egal. Ah, schwarz-weiß. Nein, da. Ich wollte gerade beinahe bei der falschen Tür reingehen. Ah ja, bring ihn mal um. Nein. Komm, geh hoch, geh hoch. Jawohl! Ja! Eigentlich muss ich jetzt gar nicht mehr umkriegen, aber könnte einfach direkt zum Ziel laufen. Leute, ich lasse das mal lieber. Stimmt, der Wärme von der Schrotflinte fast gar nichts mehr. Aber ich würde sie gerne trotzdem umlegen. Und jetzt haben wir hier Munition. Ich verstehe immer noch nicht, wofür dieser Raum eigentlich ist. Ob der wohl nur sortierte da ist, kann ich mir fast nicht vorstellen. Und da wurde auch von allen gezeigt. Oh, ein paar Fässer haben überlebt. So, ah! Na, probieren wir mal das hier nochmal. Fuck. Okay, die kriegt von alleine die Tür nicht auf. Das waren alle?
Wow. Dieser Cyber-Demon aber auch. So, okay, jetzt sind hier alle weg. Das heißt also, Alter, ich verschwende hier einfach zu viel Munition. Okay, gibt's noch ein bisschen Munition? Bei der Schrotflinte habe ich jetzt also wieder ein bisschen was. Okay, dann probieren wir das Ganze mal nochmal. Speichern. Und Action. Weil ich würde doch schon gerne dieses komische Ding sammeln zu haben und was auch immer das nochmal ist. Jawoll! Woo! Digga! Ah, Megasphäre! Stimmt ja, die war ja so komisch gelb. Weiß. Rosa-rot. Ich weiß nicht, ob wir uns jetzt mit diesem komischen Cyber-Demon anlegen sollten. Ich habe irgendwie Bock drauf, aber ich glaube, die Leistung-Kostenrechnung geht nicht ganz auf. Wow. Ich hätte mich die Pinkies verabschlachten. Ich habe einfach keine Ahnung, ob ich das mehr machen sollte. Ach, scheiße. Also, wir haben alle anderen. Oder? Ach nee, der fehlt noch. Das war's. Den gelben Schlüssel haben wir bereits. Das Ding brauchen wir nicht. Das Ding brauchen wir auch nicht. Oh. Das Ding könnten wir gebrauchen. Aber ich glaube mal, die Waffen, die fallen hier. Na, ja, nee. Alter, man kriegt ja Instant-Tot-Kill-Schaden. Ja, nee, komm, das wird nichts. Ich dachte, man kriegt ja wenigstens nur ein bisschen Schaden oder sowas, ja, aber man schützt ja Instant. So, die können wir schon mal alle aktivieren. So, also jetzt für alle, an der Stelle wäre die Map jetzt eigentlich vorbei. Für alle, die noch ein bisschen Langeweile haben, ich versuche jetzt nochmal diesen Cyber-Demon ein bisschen umzubringen. Also, ich versuche ihn umzubringen. In der Hoffnung, dass das Ganze mit der Leistungskostenrechnung hinhaut. Wo ist denn der jetzt? Da. Autsch! Wow. Ah, ich kann ihn schon mal gut visieren. Wo ist denn der jetzt? Hallo? Ach da. Also auf die Hälfte ist er schon mal runter. Wow, was hat das denn gerade? Komm! Digga! Das war awesome! Gut! Das können wir machen. Das funktioniert. Gut, jetzt hoffen wir nur, dass wir unser ganzes Leben und so wieder reinbekommen. Hier sind leider zwei gestorben. Oh, also Rüstung Munition bekommen wir sogar. Dann hat sich das ja tatsächlich gelohnt. Hier war ja irgendwo ein Secret. Achso. Gut, das findest du allerdings jetzt nicht, weil das kriegt nur 100 und wir haben bereits mehr als 100. Ah, das hier ist doch was Gutes. Jawoll. Da kommt noch hier rauf hier. Oh, scheiße, die Wand an.
scheiß die scheiß Wand an. Okay. Also munitionstechnisch hat sich es auf jeden Fall schon gelohnt. Rüstungstechnisch und lebenstechnisch wahrscheinlich eher nicht. Was ich persönlich dann doch eher schade finde. Vor allem, ja, wir hätten praktisch diese Megasphäre später holen. Wow! Erst später holen dürfen. Na gut. Sowas weiß man natürlich immer erst nachher. Von daher. Ist zwar schade, aber jetzt ohne weiter schlimm. Gut. Das war's. Aus Ende. Finito. Feierabend. So. Also, was das angeht, sind wir jetzt wieder voll. Was das angeht, sind wir fast voll. Ah, mach hin. Haben wir noch irgendwo... Ah, Leben haben wir noch. Mehr aber nicht. Na gut. Also fürs Leben ist man nicht rumkleckern, aber die Rüstung, die versuche ich nochmal zu bekommen, ist jetzt sowieso Abklingzeit. Das Level ist sowieso schon vorbei. Von daher. Meine Fälle. Ist da nicht irgendein Trick oder sowas dabei? Kann doch nicht sein, dass man da gar nicht rein kann. Jawoll! Also beim Rausspringen muss man sich ducken. Und gutes Timing abpacken. Und nicht hängen bleiben. Alter, wo... Ich werde jetzt beim Rausspringen immer hängen. Alter. Bullshit. Bullshit. Versuch's mal von der anderen Seite. Alter, bei dem Rucksack hat's geklappt. Digga, wieso komme ich hier nicht mehr raus? Ja, gut, das war jetzt natürlich super sinnvoll. Das gibt's doch gar nicht. Ich muss doch speichern, wenn das Ding oben ist. So. Ich komme da nicht mehr raus. Was ist denn da los? Nee, ich komme nicht mehr raus. Ich kann machen, was ich will. Irgendwie, ich komme zwar rein. Und bei dem anderen bin ich dann auch rausgeslidert. Ah. Okay, ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Ich habe praktisch schon beim Rausspringen praktisch die Duck-Taste gedrückt. Ich bin praktisch geduckt und bin so gesprungen. Und das geht nicht, sondern ich muss erst Springtasten und dann, während ich im Flug bin, muss ich mich dann ducken. Alter, ist das Timing, ey. Okay, aber wir haben schön alles aufgefrischt. War zwar jetzt sogar schon fast ein bisschen übertrieben, aber egal. Quick Save. So, und jetzt kommt eine richtig... Ach ne, immer noch nicht. Egal, nein, was kommt denn da? Das da, bitte, danke. So. Okay. Ciao. Mit